Generationen reden verschieden und handeln doch gleich. Wie sich gutes Zusammenleben gestalten lässt, haben wir innerhalb unseres Generationentisches in der neuen Mittelschule Haus gemeinsam erörtert. Mitdiskutiert haben Florian Seckel, Schüler der neuen Mittelschule Haus im Ennstal, Resi Krammel, aktives Mitglied im Pensionistenverband Haus, Viktoria Schwab, Schülerin der neuen Mittelschule Haus, Billy Wawra, Leiter des Wintersportmuseums Haus, Magdalena Kindler, Schülerin der neuen Mittelschule Haus im Ennstal, Julian Kolb, Schüler der neuen Mittelschule Haus, Ingrid Meyer, aktives Mitglied im Pensionistenverband Haus, Katharina Meyer, Schülerin der neuen Mittelschule Haus, Herbert Nussitz als Klassenlehrer der teilnehmenden Schüler. Durch das Gespräch führte Margit Fischbacher. Ich sage ein herzliches Willkommen in der neuen Mittelschule Haus zu einem ganz großartigen Generationentisch, der da heißt Zusammenleben gestalten. Wir sind eine ganz bunt zusammengewürfelte Runde, die Kinder aus der neuen Mittelschule und die Herrschaften aus dem Pensionistenverband in Haus. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Zusammenleben gestalten, und ich fange jetzt ganz bewusst bitte mit den jüngeren Leuten an. Viktoria, wie viel zusammen gibt es eigentlich in deinem Leben? Wie schaut dein Leben aus? Ja, also bei mir in der Verwandtschaft sind eigentlich relativ viele junge Leute und die Eltern, wir haben nicht mehr viele alte Leute eher, aber... Aber du hast ja sicher in deinem Umfeld ältere Leute, die du kennst. Ja. Magst du das, taugt dir das, wie ist das für dich? Also ich komme mit den alten Leuten gut zusammenleben und ich komme auch mit einer was da. Wie ist das, Magdalena, in Zeiten von Facebook und neuen Medien? Und da hat man eigentlich, ist man den ganzen Tag beschäftigt. Ja, beschäftigt, ja. Braucht man da, wie viel brauchst du da noch das Reden mit wem, das Zusammensein mit wem? Ja, also ich persönlich brauche schon noch, aber viele Leute dann alles nur noch beim Internet. Also brauchen lernt mehr. Die sind schon beschäftigt mit dem Internet. Und Wenn das jetzt die Magdalena so sagt, man braucht eigentlich niemand, man kommuniziert im Internet. Von deiner Sicht jetzt aus, wie empfindest du das? Wie ist das für dich? Wie siehst du das an die jungen Leute? Ja, sie sind eigentlich, sie haben nicht mehr den Kontakt, was wir gehabt haben. Und für mich ist das ganz wichtig, wenn die heute jungen Leute einfach sagen, grüß dich. Weil es ist schon selten, dass das wer sagt. Und da machen die Eltern auch zum Teil Fehler, dass sie noch nicht zurückgrüßen. Weil es ist ja gleich, ob das Kind jetzt zu mir grüß dich sagt oder ob es grüß Gott sagt. Hauptsache ist, sie sagen überhaupt was. Nicht? Und wie gesagt, mit dem Internet, wir sind eine andere Generation. Sie haben eigentlich viel mehr wie wir, aber versammeln trotzdem viel. Ja, einfach die Kommunikation mit verschiedenen Generationen. Weil da wird ja noch zum Teil nicht mehr geredet, weil das suchen wir alles vom Internet aus. Da wird nicht mehr gefragt, wie es früher war, oder das fällt zum Teil flach. Florian, wie siehst du das? Ist das so? Wieso sagt es wie weniger Christi? Oder wieso ist das? Ja, wie siehst du das? Also, ich würde sagen, dass das ist eigentlich, dass man schon grüßen sollte. Ich grüße eigentlich auch nicht so wenig. Ein paar Mal vergesse ich es halt auch. Und man sollte das jetzt schon mal tun. Also legst du schon irgendwie Wert drauf? Oder hättest du auch gern, dass wer zu dir grüßt, ich sage? Ja, ist es halt. Ja. Schon. Schon. Willi, jetzt mag ich dich fragen. Die Resi hat gesagt, es ist nicht mehr, wie es früher war. Wie war es früher? Ja. Wie hast du es empfunden?
ich bin eine Generation, die eigentlich schon ziemlich weit zurückdenken kann. Und es ist viel anders geworden. Nicht? Mhm. Wenn man denkt, wir haben einen Krieg erlebt und mitgemacht. Und das war unsere Jugend eigentlich. Und da kann man eigentlich den Unterschied gar nicht einmal so viel sagen, wie war es einmal und heute, sondern das war damals ganz anders. Es ist viel härter gewesen und man, dass die Leute sich gegrüßt haben, das hat es auch schon gegeben. Und das wird es auch wahrscheinlich Gott sei Dank wieder weitergeben. Man muss halt die ältere Generation vormachen. Nicht? Mhm. Man muss da praktisch schauen, dass man ein gutes Beispiel ist. Und ich hoffe, man bringt es zusammen. Da muss ich logisch jetzt an den Herbert weitergeben, an einen Lehrer der tollen Schüler da. Wie viel Verantwortung liegt da? Ich mag das aber jetzt nicht nur an die Lehrer abwälzen, sondern an jede, an die Großeltern, an die Eltern, an jede ältere Generation. Was haben wir da in Händen? Ja, im Endeffekt das Vorleben. Es geht darum, eigentlich positive Sachen vorzuleben. Mhm. Und wenn man das macht, dann lernen die Kinder das am ehesten. Mhm. Natürlich kann man immer wieder sagen, machst das. Aber am besten ist positive Vorbilder setzen. Wie war das für dich, Katharina? Was sollten deine Eltern da? Soll da wer was anders tun? Soll da wer mehr da? Wie hättest du das gern? Ich weiß nicht, ich finde, meine Eltern machen alles richtig mit mir. Ja, ein paar Mal ist es halt schon, aber zu den alten Leuten halt bin ich schon freundlich und alles. Und das muss man halt von klar auf schon gesagt, dass ich halt nicht sein soll. Und das haben wir so gelernt. Also liegt viel in dem, wie so ein vorgelebt wird? Ja, schon. Hast du Großeltern? Ja. Wie ist das mit dir so für dich? Ja, eigentlich schon schön, dass man einen hat, weil ich bin auch viel bei der Oma und beim Opa. Ja, und was ist da gut dran? Ja. Was hast du gern? Was magst du an deiner Oma gern? Ja, es ist nicht so alles, weil eigentlich sie ist ganz nett und du kannst da aber hingehen sein, ja. Okay. Haben sie mehr Zeit für dich? Ja, die Eltern haben schon mehr Zeit, aber die Oma ist halt alle daheim. Wenn euch ihr für die alten Leute was wünschen könntet, was war das? Ich stelle die Frage jetzt einmal pauschal, wer mag mir was dazu sagen? Wenn ihr jetzt an die ältere Generation einen Wunsch frei hättet, was möchtet ihr haben von ihr? Sollen sie mehr Zeit haben? Sollen sie offener sein? Was stellt ihr euch für? Was hättet ihr gern? Dass wir auch so gut kochen können. Okay. Ein frommer Wunsch. Ja. Ja, aber das ist eigentlich ganz lieb gesagt. Wie war das möglich? Dass sie es uns beibringen, aber. Ja? Ja. Das ist ein nettes Beispiel, finde ich gut. Und umgekehrt jetzt wieder, Ingrid, du hast ja sicher auch junge Leute in deinem Umfeld. Ja, habe ich. Manche werden da gefallen und bei manchen sagst du, das taugt mir jetzt überhaupt nicht. Wie hättest du gern? Ja, ich habe schon junge Leute in meinem Umfeld, aber speziell für ältere Leute, weil ich mich sehr sozial engagiere. Und ich muss sagen, ich habe mit der Jugend überhaupt kein Problem, weil man muss auf die Jugend auch zugehen. Und ich denke mir einfach, wenn man auf die Jugend richtig zugeht, dann kommen sie von allein. Man muss das grüßen, was wir vorher auch gesagt haben, ist auch ganz wichtig. Auch wenn die ein Junge einmal nicht grüßt, fällt mir nichts aus der Krone, dass ich jetzt den Jungen einmal zuerst grüße. Und das nächste Mal grüßt er, weil er einfach sieht, aha, schau, ich habe mich das letzte Mal grüßt. Und dann ist die Jugend auch ganz anders. Es ist, wie die Resi vorher auch schon gesagt hat, das mit dem Grüßen, ja, wenn man zu einer nichts sagt oder sie grüßen die und du sagst dann nichts zu einer, ein zweites Mal grüßen sie dich halt auch nicht mehr. Die Jugend merkt sich das schon und das finde ich auch gut so. Aber ich habe mit der Jugend kein Problem und mit denen, was in meinem Umfeld sind, sowieso nicht. Weil bei mir wohnt noch mehr meine Tochter daheim. Und die andere Jugend, die ich so kenne, ja, die sind alle offen, aber es ist ja so, wenn man halt auf einem Dorf wohnt, man hat einfach schon zu wenig Kontakt mehr zu den Kindern, weil sie den ganzen Tag in der Schule sind und man trifft fast keine Jugend mehr auf der Straße. Das ist das Problem oft, also dass man oft schon gar nicht mehr weiß, wo gehört das Kind, außer du siehst das Gesicht wieder, der sagt, ah, das kann jetzt nur für den und den sein, weil das schaut den Vater oder der Mutter ähnlich und so.
dann kann man das sagen. Also sind wir eigentlich schon wieder am Punkt, dass im Grunde das ganze Leben sich insofern verändert hat, dass sich alles ein bisschen mehr, ich sage das jetzt schon einmal, von mir aus ins Internet verlagert hat und relativ das Soziale, aber nicht nur bei den Jungen, sondern auch über die Generationen hinweg auch nimmt. Fällt euch da nicht was? Ist eigentlich das wurscht? Ist das egal? Victoria, sag, du schaust mich so an. Wie siehst du das? Ist für dich, wenn ich heute auf Facebook gehe und da mit allen Leuten geredet habe, bin ich noch, ist das ausreichend? Nein, also ich brauche halt schon, dass man auch persönlich mit wem redet und dass man ihm halt auch die Meinung sagen kann, ins Gesicht auch. Mit ihm halt auch, da hat man auch die Ausdrücke, ob sich der jetzt gefreut über das, muss man sagen, oder ob er sich ärgern muss. Und ich brauche das halt auch, wenn man wer jetzt so geht. Also durchaus schon. Ja. Also es war nicht ohne möglich. Nein. Das kann nicht das Ziel sein. Wie pflegst du das? Wie teilst du dir dein Leben da dann ein? Ja, also am Tag oder so, da kann man ja eh mit den Leuten reden. Und auf die Nacht, wenn du halt daheim bist oder so, kannst du halt auch auf Facebook oder so gehen, okay, mit dir schreiben. Ja. Julian, du bist gleich der Nächste nach dem Alaba. Du bist ein Fußballer, bist du bei einem Verein? Ja. Wie wichtig ist das für dich da, innerhalb dem Verein, die Gemeinschaft in dem Verein? Wie taugt dir das? Ja, es ist schon sehr wichtig. Was ist das Coole daran? Ja, dass du immer wen um dich hast, also du bist nie allein. Ja, es wird dir nie langweilig. Ich kann mir vorstellen, gerade beim Fußball muss man relativ teamfähig sein. Ja, schon. Wie ist das für dich? Schaffst du das? Ja, ist zum Schaffen, ja. Und so in der Gemeinde, man macht sich auch relativ viel Freund damit, oder? Ja. Bist du gut? Ja, weiß ich nicht. Es kann, glaube ich, der Florian ein bisschen einschätzen. Florian, sag mir noch was dazu. Wie ist das? Es gibt nicht nur in Fußballvereinen, es ist gerade bei uns am Land von der Feuerwehr angefangen, das ist ein relativ wichtiger Bereich. Wie empfindest du das? Ja, man sollte sehr eigentlich schon teamfähig sein. Und ich denke, es macht halt auch einen großen Spaß, wenn man zusammen Fußballen kann. Und so. Ich spiele auch im Verein. Und ja, man braucht halt das, dass man mit den anderen ein bisschen zusammen ist. Ich könnte jetzt nicht zum Beispiel den ganzen Tag allein daheim hocken. Das konnte ich nicht. Und die Gemeinschaft hast du auch. Ja. Aus der Logik heraus, Willi, du leitest das Wintersportmuseum. Wintersport ist zu einem großen Bereich auch was Gemeinschaft einschließt. Jetzt aus der Geschichte heraus, du kennst das von den jungen Leuten bis zum Alten, wie sehr prägt das eine Gesellschaft, dass man was miteinander tut? Naja, ich glaube, überhaupt der Sport prägt die ganze Gesellschaft. Und ich habe mich halt spezialisiert auf den Wintersport, so forschen und so weiter und so den ganzen nachzugehen. Und ich muss sagen, da gibt es generationenmäßig eigentlich kaum was oder überhaupt nichts. Es ist eine ganz interessante Sache und wie gesagt, der Sport selber ist natürlich das Um und Auf, das gesellschaftliche Leben, haben wir gerade von den Jungen gehört, wie wichtig das ist, dass man irgendwo in einer Gemeinschaft ist. Und die Gemeinschaft findet man eigentlich auch im Wintersportmuseum, wo es ein Museum ist. Es lebt das Ganze. Wir haben sogar einen Steinadler drinnen, was nur der Adler in einem Wintersportmuseum. Aber den haben wir eben gekriegt für die Jugend, wenn sie ins Museum kommen. Wir haben die Schulgruppen, die reinkommen. Also man kann praktisch den Leuten schon die Zeit ein bisschen überbrücken, wie war es einmal und wie es heute. Ne? Ja. Resi, eine Brücke zu den Vereinen. Jetzt war das vor allem früher nicht selbstverständlich, gerade für ein Mädchen, dass man für einen Mann, glaube ich, ich sage das jetzt einmal so, war es immer leichter, sich eine Gemeinschaft anzuschließen. Als Dirndl war man immer schon in einer Struktur drinnen. Wie ist ein Mädchen als so junger da gegangen? Ja, als Mädchen, da warst du eigentlich, da war noch die Landjugend oder bei einem Trachtenverein. Aber dann war das Ganze schon erschöpft. Mehr hat es nicht gegeben. Nicht? Also Hexen, du hast noch musiziert, aber sonst von Sport her, ja, ein Mädchen Skifahren, ja,
sind wir schon gefahren, aber wie gesagt, das war eigentlich schon ein bisschen, das waren nur Ausnahmen, die gefahren sind. Weil das war, erstens war das ganze Geld nicht vorhanden, dass sich die Eltern das leisten haben können. Überall waren mehrere Kinder, jetzt war es sowieso zum Nachtragen. Nicht? Und jetzt, wenn du keinen Ski gehabt hast, hast du nicht fahren können. Nicht? Wenn du keine Brüder gehabt hast, die was älter waren wie du, nachher selber hast du sicher keinen Ski gekriegt oder auch keine Ausrüstung. Aber sagen wir rein jetzt von der Gemeinschaft her, es muss jetzt nicht Skifahren sein, sondern generell ein Verein zusammenkommen. Ja, wie gesagt, da haben wir einfach Trachtenverein. Als Mädchen, ja. Trachtenverein und Landjugend. Nicht, war auch eine bäuerliche Gegend, also wo das halt die Vereine gegeben hat, aber sonst war da nichts. Umgelegt auf die heutige Zeit, Magdalena, was tut ein Dirndl heint? Also man trifft sich halt viel mit den Freundinnen, man geht shoppen oder ja, Skifahren dann mal, also ja. Im Winter und im Sommer schwimmen gehen, also oder mit der Familie ein bisschen was. Also kommt man einfach so zusammen? Ja. Also, aber es gibt jetzt auch schon die Leute, die dann auch Fußball spielen. Also okay. Wie es wem gefällt. Jeder ja. Kann machen, was er will. Jetzt habt ihr da in der neuen Mittelschule einmal ein ganz tolles Projekt gemacht. Ihr habt zum Beispiel für eure Gemeinde, das hat mir irrsinnig gefallen, Stoffsackerl gemacht. Die habt ihr zusammen bedruckt mit dem Pensionistenverband. Und ihr habt da eigentlich einen riesen Gaudi gehabt. Ingrid Richter, das Wort jetzt ganz speziell an dich. Erzähl uns da was drüber. Ja, ich war selber eigentlich nicht dabei. Ja. Aber ich muss sagen, das ist wahnsinnig gut angekommen. Auch bei der Jugend. Also alt und jung einfach zusammenarbeiten. Und die haben da einen Mutsgaudi gehabt und haben sich schon wieder gefreut aufs nächste Mal. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man jung und alt gemeinsam irgendwas miteinander macht. Ich glaube, egal was man macht, aber wenn es mit der Jugend ist und die Jugend dazu eingebunden wird, und ich glaube, die Jugend ist sehr offen. Mhm. Also man darf da nicht jetzt alle in einen Topf werfen und sagen, ja, die Jugend ist so oder ist so. Wenn man auf die Jugend zugeht und sie fragt, oder möchtest bitte mit da, und das Wichtige ist auch, das Bitte sagen. Man sollte das aus mir verlangen, das Bitte von der Jugend, aber die Jugend darf es auch von uns Älteren verlangen. Mhm. Und mir ist es auch wichtig immer, dass ich so bitte und danke. Und dann kommt es bei der Jugend ganz, ganz anders drüber. Mhm. Wenn wir halt eine Weihnachtsfeier haben oder eine Muttertagsfeier und es sind Kinder, die uns irgendwo helfen, sei es ein Gedicht auf, so, wenn man da bitte und danke sagt, die sind genauso dankbar, als wir in unserer Generation sind. Mhm. Und dann ist das Zusammenleben mit den Generationen viel, viel einfacher. Mhm. Katharina, ich gebe die Frage an dich weiter. Kunst, du das, ihr habt es schon einmal erfolgreich gemacht, aber sagen wir, wenn man sowas forciert, macht dann das Spaß? Ist das lustig oder sagt man, ja, tue ich halt mit? Wie ist das? Nein, es war schon lustig, weil dann bist du wieder mal drehen gekommen über alles und dann haben sie halt verzahlt auch Sachen, die waren halt interessant waren. Und es war schon, es ist schon gut, dass man sowas macht. Auch. Weil viele Leute kennen die Kinder auch nicht mehr, so wie zuerst gesagt worden ist. Und dann fragen sie halt, von wo du bist und von wo du her bist und alles. Und das ist so lustig dann auch. Und ja, dann wissen die Leute halt auch wieder, triffst du vielleicht einmal irgendwo und dann kennt man sie auch gleich. Also war schon irgendwo eine Dynamik da. Also das eigentlich schon dich auch interessieren, was zum Beispiel ein Alterer zu einem erzählen hat. Ja, sicher. Ist das lustig, wenn wer so von früher erzählt und so, das kann das was? Ja. Schon? Ja. Herbert, jetzt in der Schule, ich kann mir vorstellen, dass das nicht einfacher wird, das Ganze. Eben, ich greife jetzt trotzdem nochmal klischeehaft auf die neuen Medien zurück. Ihr seid sehr gefordert, die Kinder zu gemeinschaftsfähigen Menschen zu machen, und dagegen wirkt aber die Dynamik von allen neuen Medien. Wie kann man das als Lehrer ausgleichen? Wie kann man da drauf einwirken? Ja, das ist heutzutage eher relativ schwer, weil sich das Ganze eher daheim abspielt und das den Kindern privat
Du kannst natürlich sagen, lass das Klumpert und die Wischhandys und was weiß ich. Und redet sich dauernd über Facebook, sondern trefft sich, setzt euch in Position, macht was draußen. Aber im Endeffekt müssen sie das selber entscheiden. Und da geht da sehr viel vom Elternhaus aus. Also da ist eher die Sache dann, wie reagieren die Eltern, sagen die, dürfen die den ganzen Tag vom Computer sitzen oder vom Fernseher oder sonst irgendwas. Oder haben sie halt gewisse Zeiten, wo sie dann abschalten müssen und da was anderes tun müssen. Also da ist eher das Elternhaus gefragt. Also ein gewisses Maß an Eigenverantwortung, so wie sie das anhört. Jetzt frage ich gleich wieder die Katharina, weil sie daneben sitzt. Hättest du das Maß an Eigenverantwortung oder sagst, mir wurscht, passt mir so, wie es ist? Nein, also ich teile mir meine Zeit auch ein. Ich tue nicht nur vor dem Computer sitzen, das mag ich eigentlich gar nicht. Ich gehe alle rausziehen oder gerade fahren oder was. Oder gehe halt zu der Oma runter und rede mit der Oma mal, schauen, wie es hier geht und alles. Aber ich tue das eigentlich nicht so, dass ich den ganzen Tag vor dem Computer sitze. Okay. Gibt es noch andere Sachen, die so das Soziale ein bisschen unterbinden, wo du sagst, das macht das ein bisschen kaputt, dass wir miteinander reden? Ist es viel Stress? Hat es ja jeder total eilig? Manchmal sind die Eltern gar nicht da oder nicht greifbar. Ja, das ist halt auch unterschiedlich, weil die Eltern arbeiten müssen und alles. Und es gibt Kinder, die sind den ganzen Tag allein daheim und da ist schon gut, wenn man oft miteinander was tut und so. Das ist auch. Das ist schon wichtig, weil sonst die werden oft überall ausgeschlossen und so, wenn sie oft nicht was lernen, darum muss der nehmen und was da nicht. Resi, Frage an dich. Wie man jetzt aus dem Gespräch raushört, haben wir schon ziemlich viel selber in Händen. So eine gewisse Eigenverantwortung, die man hat und was man auch zusammenfassend sagen kann, dass man aufeinander zugeht. Wie bedeutsam siehst du, dass man so ein bisschen einen Respekt voreinander hat, dass man sich gegenseitig wichtig nimmt? Ja, das ist jetzt gar nicht leicht zum Sagen. Erstens ist einmal, dass man schon irgendwo Vorbild ist für die Jugend, dass man also einer auch entgegenkommt, dass man nicht sagen, ja, die Jungen, wie es oft gesagt wird. Ja. Nicht? Ja, die Jungen heute. Ja gut, sie sind in der Zeit eingeboren, die können sich ja nichts dafür. Und die Zeit ist einmal schnelllebig. Und ich sage, da ist es schon ganz wichtig, dass man schon eingeht auf einen und einer zuhört. Und wenn es auch nicht so ist, was uns in Kram passt, aber das ist halt heute, weil die Zeit so ist. Man kann einer Tipps geben, aber ob sie es annehmen oder nicht, das ist auch wieder eine andere Frage. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen, sind wir da schon irgendwo gefordert, dass man da schon die Jugend, auf die Jugend einfach zugeht. Man sieht da nicht, ob sie es wollen oder nicht. Ja. Florian, wenn das jetzt so wäre, in der Praxis, nimmt man das an? Mag man das hören, was ein Alterer sagt? Oder denkt man sich, boah, schon wieder? Ja, man nimmt schon. Man respektiert das alles und so. Also, ja. Das hört sich jetzt so unglaublich brav an. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll. Ja, ich muss auch noch was dazu sagen. Ein paar Mal denkst du schon, dass halt jetzt sind sie wieder mal Ruhe geben oder was. Ich gehe jetzt einfach noch einmal. Oder, ja, aber meistens halt hörst du halt schon zu und alles. Und, aber waren immer. Schon manchmal Sachen dabei, wo du denkst, da kommt der Opa ja. Oder die Oma reich gehabt haben, oder auch Mama oder Papa, wer auch immer. Ja, wenn ich zum Beispiel mal, jetzt gehen wir in die Schule, sagt die Mama, sagt mir eigentlich, wo ich lernen muss, weil ich es selber nicht tue. und dann habe ich einmal schlechte Noten, und ich es nicht tue, weil ich nicht her. Ist da wurscht, oder denkst du dann auch schon, war gescheiter gewesen? Ja, kommt drauf an, ich einfach. Es ist mir ein paar Mal ist mir schon wurscht, aber ja, es tippt dir nachher schon, wenn du mit einer 5er oder mit einer 4er heimkommst. Aber irgendwie denkst du schon drüber nach, oder? Ja. Willi, Frage an dich. Ich habe einen ganz lustigen Spruch einmal gelesen. Die Alten waren ja einmal jung, aber die Jungen waren noch nie alt. Aber sie werden es. Aber sie werden es, ja. Aber aus dem heraus
können die jungen Leute viel nicht nachvollziehen. Wie kann man ja da entgegenkommen? Was kann man da tun? Oder wenn du jetzt einen Jungen vor dir hast und dir denkst, hallo? Ja, ich kann ein Beispiel sagen. Und zwar mein Enkel, der feiert seinen 30er. Und kommt er zu mir und sagt, du Opa, feiern wir miteinander. Also ich 85 und er 30, nicht? Und dann drückt er mir ein Bierchen in die Hand nachher, während der Feier, nicht? Und da steht drinnen dann, Opa, wie war es einmal? Und da haben wir dann Fragen drinnen und ich arbeite stundenlang an den ganzen, dass ich das Ganze eintrage. Also ich meine, das ist nur ein Beispiel von den ganzen, wie es gehen kann. Und ich sehe da überhaupt kein Problem. Mhm. Also wenn irgendwer an mich was herantragt, ich probiere es zu lösen. Nicht? Und mit der Jugend auch, wenn sie alt werden, es geht eh so automatisch. Du brauchst nur in der Früh aufstehen und auf die Nacht schlafen gehen. Und das 365 Uhr, dann bist du wieder ein Jahr älter. Ja. Also so geht das. Das Altern, das tut nicht weh, aber man wird es. Mhm. Und wenn du jetzt, da neben dir sitzt die Magdalena, auf der anderen Seite sitzt die Viktoria, wenn du ihr was mitgeben könntest, solltest, was sagt es dir? Ich könnte nur eins sagen, bleibt ehrlich, mehr kann ich nicht sagen. Mhm. Weil das kann man nur Ehrlichkeit, mit Ehrlichkeit kommt man durchs Leben. Andersons eckt man immer dumm an. Oder liegen. Man hin, da gibt es eine Notlüge, das ist klar. Man kann nicht über die Wahrheit ins Gesicht sagen. Man tut es zwar nicht recht gern zurückhalten, aber wie gesagt, aber doch einfach so weiterleben, wie heißt die Eltern vorleben. Ihr werdet sicher in einer guten Familie aufwachsen und in der Familie kann man so viel lernen und das kann man praktisch schon mal weitergeben. Das ist ein sehr, sehr guter Rat. Viktoria, wie ist dein Familienleben? Kommt man da durch mit ehrlich sein und? Ja, also meistens schon, aber hier und da gehört es halt einmal dazu, auch, dass man halt einmal nicht wirklich die Wahrheit sagt, wenn man halt irgendwas angestellt hat oder so, aber irgendwann kommt die Mama ja drauf, weil sie es merkt oder so. Ja, hier und da braucht man es. Das kann ich durchaus verstehen. Wie ist das so generell, wenn du jetzt, du gehst jetzt in die 4. Klasse der neuen Mittelschule, du hast Perspektiven vor dir, der Willi hat gerade gesagt, alt wird man von allein. Natürlich denkst du noch nicht über das nach, aber wie stellst du so dein Leben vor, dass da kommen sollte? Ja, also, es hat irgendwie auch gut, aber auch andererseits irgendwie auch nicht so, weil nachher, wenn einmal meine Kinder oder so auch mit dem Handy da sitzen, wenn sie mich besuchen, und nachher auch nicht mit mir reden oder so. Und einfach gleich mein Handy spielen oder so. Oder sie können mich gar nicht besuchen, weil sie keine Zeit haben oder so. Das war jetzt eine sehr große Aussage eigentlich. Das gebe ich jetzt an die Resi zurück. Ich kann mir vorstellen, man hat das durchaus auf die eine oder andere Art schon mal erlebt, dass irrsinnig lieb sind, die kleinen Leute, aber dass sie manchmal ganz schön ignorant sein können. Genauso wie es die kluge Viktoria jetzt gesagt hat. Wie geht es einem da damit? Ja, es passt dann nicht. Das ist einmal ganz logisch. Aber man muss das akzeptieren und man versucht halt nachher, dass man da trotzdem auf einen wieder zugeht, dass sie sich wieder anders besinnen und dass das nachher trotzdem wieder klappt. Aber es kommt halt vor. Jetzt ist das so, jetzt kann das einmal passieren, ich kann mir das vorstellen. Und du kannst dich sicher in die Lage einversetzen, das kann ganz schön fies sein. Ja. Ich kenne das, wenn dann alle mein Handy da sitzen und tipsel und wisch, das ist nicht sehr cool. Ja. Denkt man sich da was dabei oder denkt man sich, ja, ich denke mir immer so, hat man nichts Besseres zum tun. Warum verschwendet man so viel Zeit am Handy, wo man doch auch rausgehen kann, viele neue Sachen erleben und entdecken kann? Es ist einfach Zeitverschwendung oft. Mhm. Wie geht es dir da selber damit? Ja, also schon, man schaut schon, ich schaue schon auch im Handy. Aber ich schaue halt auch, dass ich nicht zu viel mein Handy tue oder dass ich nicht süchtig bin oder so. Mhm. Dass ich auch für Freundinnen und für Familie und so Zeit habe. Jetzt bleibe ich einmal in deiner Generation. Ein Punkt, den es da durchaus auch gibt, ist der moderne, unter Anführungszeichen, Begriff Mobbing.
Wie ist es eigentlich unter euch Kinder? Wie nett seid ihr untereinander, miteinander? Wie gibt es das für dich? Oder ist das für einen Fußballer kein Thema? Doch. Wie ist das? Ist zu dir wer fies? Nein, wenn ich zu nachdenke, eigentlich ein paar Mal. Aber sonst eigentlich, dass es jetzt arg ist, ist es eigentlich nicht. Und so, wenn du das auf die anderen umlegst, siehst du, du hast die Augen im Kopf, beobachtest das, dass du sagst, wow, das ist nicht in Ordnung. Ja, ein paar Mal siehst du das halt schon. Mhm. Ja. Und was denkt man sich da dabei? Ja, also. Ist einem das wurscht, sagt man, nicht mein Kaffee? Nein, auch nicht, aber. Tut man was dagegen? Ja, eigentlich sollte man schon was dagegen tun. Aber? Weiß ich nicht. Schaut man da auch schon, dass man so ein bisschen. Ja. Sich auch grenzt. Wie sieht das die Katharina? Ja, also wir reden schon, also untereinander, also zum Beispiel in der Klasse, reden wir schon. Reden wir schon ein bisschen blöd, aber. Aber das darf man nicht alles. Ein paar Mal ist es echt, dass es schlimm ist schon, aber das darf man nicht alles so ernst nehmen. Weil wir sind jetzt ein paar, wir sind mit ein paar schon fast 9 Jahre zusammen vom Kindergarten aus und alles. Und mit ein paar seit der Hauptschule. Mhm. Und ja, das ist, man darf sich gar nicht mehr so ernst nehmen. Nee. Bei so Sachen. Und das sagt man halt auf der Garde halber. Also es trifft dich nicht persönlich, sagen wir, wenn jetzt da wer fies ist oder in einer WhatsApp-Gruppe einen Schmarrn einschreibt, denkst du, pff. Nein, das darfst du nicht mehr so ernst nehmen, aber das ist schon so oft, dass der gar wurscht ist. Okay. Darf ich weitergeben an Herbert? Wie empfindet man das als Lehrer? Das ist ja eine zusätzliche Herausforderung. Ich sehe das nur so pauschal, dass das noch ein Thema ist, wo man eigentlich nicht nur generationenübergreifend, sondern auch innerhalb arrangieren muss. Ja, das Mobbing vor allem an Schulen ist immer ein großes Thema. Mhm. Wir haben nur letztes Jahr zum Beispiel ein Projekt gemacht mit den Klassen zum Thema Mobbing, speziell auf Cybermobbing war das damals bezogen. Und es ist ein sehr wichtiges Thema. Nur man muss halt sagen, der Begriff Mobbing, das wird heutzutage dreimal benutzt. Wenn da wärst 3-4 Mal beleidigt, dann ist das anscheinend schon Mobbing. Früher hat man da gar nichts dagegen, dann hat man vielleicht zurückgemalt und das war es. Also man muss ein bisschen aufpassen mit dem Begriff Mobbing, weil das wirklich als Mobbing-Fälle, wenn sich dann Kinder wirklich zurückziehen und dann Probleme kriegen, anfangen sich Gedanken machen über das Weiterleben oder dergleichen, das ist dann wirklich das Mobbing. Also wenn es dann, aber nicht gleich jede Beleidigung ist Mobbing. Okay. Da muss man auch, also. Mobbing ist jetzt so ein großartiger Begriff. Hat es den Begriff überhaupt gegeben? War das überhaupt ein Thema? Oder hat man sich da. Also in meiner Zeit, wo ich aufgewachsen bin, hat es bestimmt auch schon gegeben, nur den Begriff hat man nicht gekannt. Mhm. Man hat gesagt, man wird tratzt und man wird gefuppt und da hat man das vielleicht ein bisschen anders gesehen. Gegeben hat es sicher damals auch schon. Mhm. Aber ich weiß das selber und habe das selber miterlebt mit meiner eigenen Tochter, die ist auch gemobbt worden und sehr schlimm oft sogar, das war keine gute Zeit. Ja, das war eigentlich durch meine Krankheit, war meine Tochter sehr fixiert auf mich und da ist sie von den Schülerinnen und Schülern sehr gemobbt worden, weil sie einfach so auf mich fixiert war, dass sie ohne mich eigentlich nichts tun hat können und dadurch hat sie sehr viel mitgemacht. Und darum weiß ich das, was Mobbing heißt. Und so wie der Herr Lehrer jetzt da gesagt hat, ist das schon, kommt das immer darauf an, man muss das ein bisschen differenzieren, Mobbing auf diese Art oder auf eine andere Art. Gell? Was im Facebook betrieben wird, ja, wie es du gesagt hast, das ist natürlich wieder ganz was anderes. Aber wenn das in der Schule und dass die Kinder dann nicht mehr Schule gehen wollen und dass dann sagen oder heimkommen und sagen, du Mama, ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr, ich habe die Kraft nicht mehr und die Energie und du kriegst das daheim dann auch mit und das belastet dich als Elternteil sehr wohl. Und da ist auch ganz wichtig, dass man mit der Schule oder mit dem Klassenvorstand, dass man sich da in Verbindung setzt und sagt, du, pass auf, mein Kind wird wirklich gemobbt, es ist einfach so. Also eine Sache, was man pauschal sagen kann, was man jetzt durch die ganze Runde sagen kann, ist, was
immens wichtig ist, ist die Kommunikation. Alles, auch die Kommunikation zwischen den Generationen, ist die Brücke zu allem. Wenn man jetzt als Schlussrunde, würde ich, wenn ich bitte beim Herbert anfangen darf, ganz, ganz kurz um einen Satz bitten, wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf die Brücke eben zwischen der Jugend und zwischen den alten Menschen. Fakt ist, ist, dass es trotzdem sehr wichtig ist, dass auch so wie ich das außerher, ihr nicht auf diese Art der Kommunikation verzichten wollt. Also ihr wollt nicht darauf verzichten, dass mit euren Großeltern, mit älteren Menschen euch austauschen könnt. Herbert, was würdest du als wichtig empfinden, um genau die Kommunikation zu festigen oder zu erhalten? Naja, das ist eine gute Frage, auf die ich keine Antwort weiß. Ja, muss ich überlegen. Was darfst du für die Kinder gern wollen, dass das ein bisschen wieder enger zusammenrückt? Naja, das, bei uns im ländlichen Teil ist es ja noch ein bisschen besser. Durch diese ganzen eben Vereine, die wir haben, da sind die Kinder sowieso immer ein bisschen zu uns kommen. Aber es geht vor allem auch darum, dass man schaut, dass es keine Außenseiter gibt, dass alle miteinander tun, alle miteinander arbeiten, dass es miteinander einfach funktioniert. Mhm. Katharina, was darfst du wünschen? Was darfst du gern tun? Ja, ich weiß auch nicht, aber wenn man Probleme hat oder so, muss man über das reden und nicht reinfressen in sich. Sehr guter Ansatz, finde ich gut. Und da kannst du auch, sagen wir, jederzeit zu deiner Oma, zu deinen Eltern hingehen. Ja. Finde ich gut, großartig. Ingrid, ich gebe an dich weiter. Ja, ich finde, dass einfach Reden sehr wichtig ist und leider wird in den Familien viel zu wenig geredet, weil viel zu wenig Zeit ist. Man kann es auch verstehen, weil die Eltern immer länger und mehr arbeiten müssen. Und ja, wenn die Eltern dann auf Nacht irgendwo heimkommen, einfach die Zeit auch nicht da ist. Aber ich würde mir wirklich wünschen, dass sie jung und alt wieder an den Tisch sitzt oder auch mit der Familie mehr geredet wird. Mhm. Und schön. Je mehr man redet, dann kommt auch das Richtige raus. Und den Kindern und den Älteren geht es auch viel besser. Gut. Julian? Ja, wir reden eigentlich, also die ganze Familie redet eigentlich immer jeden Tag am Abend, also wenn jeder von der Arbeit daheim ist, reden wir eigentlich. Mhm. Und du magst gern? Ja, es ist schon, weil es für jeden hörst, was den ganzen Tag war. Ja, was da und ja. Magdalena? Ja, wir müssen einfach alle miteinander klarkommen, dass jeder gut versteht, dass es keinen Streit gibt und wenn es einmal ein Problem gibt, dass man sich jetzt zusammensetzt und darüber redet und die Probleme aus der Welt schafft. Willi, was war für dich der Ansatz, dass junge Leute und ältere Leute nicht nur näher zusammenrutschen, sondern wieder ein Bandel miteinander finden? Ja, in meiner Familie kann ich sagen, kann ich zufrieden sein. Aber andererseits ist es so, ich bin jetzt allein, 4 Jahre schon allein. Und da weiß ich noch schon, was heißt, wenn wer redet mit dir. Mhm. Mhm. Es geht ziemlich nahe, dass man so allein ist und die Abende kennen und umständen schon schwer sein. Nicht? Und darum wäre es gut, wenn wirklich wer mal die Tür aufmacht, einer Kind redet. Victoria, was hast du da drauf zu sagen? Ja, also das ist jetzt zum Beispiel so wie meine Oma, die ist auch immer. Und die freut sich auch immer, wenn wir sie besuchen gibt und mit ihr redet. Und dann verzählt sie da Sachen, wie es früher war. Und ja, sie verzählt. Oder sie gibt da Ratschläge zum Beispiel, du kannst dir alles verzählen, der Oma. Oder ja, wenn es was gibt, kannst du es auch mit ihr reden. Resi, darf ich an dich weitergeben? Es ist jetzt schon so viel gesagt worden, dass ich eigentlich gar nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Aber es ist halt einfach wichtig, dass man redet und dass man aufeinander zugeht. Ist gleich, um was das geht. Florian, du hast das vorletzte Wort. Ich finde das Reden in der Familie jetzt auch sehr wichtig. Also gerade meine Oma, die redet eigentlich nicht so viel, weil mein Opa ist halt auch schon gestorben. Aber mir kommt viel auf, dass meine Oma eigentlich gar nicht so viel reden will, weil die lebt eigentlich allein, die tut nicht so viel mit uns, die ist eigentlich wie oben und hat eigentlich was zu tun. Mhm. Ja, also und mit Mama und Papa rede ich eigentlich sehr früh, obwohl mein Papa eigentlich auch nicht so oft da ist, weil er da auch viel arbeiten und so,
aber ich helfe immer viel. Ja. Also was man aus der Runde außerhört, ist, miteinander zu reden, aufeinander zuzugehen und auch nicht aufhören damit. Auch wenn wer nicht redet, glaube ich, möchte er trotzdem gern zuhören. Und wenn er allein ist, heißt das nicht, dass er allein sein will. Vielleicht braucht er einen trotzdem. Ich sage ganz, ganz einen herzlichen Dank. Das war eine ganz schöne Runde, eine besondere Runde. Und ihr seid alles ganz außergewöhnliche Leute. Und ihr wisst, dass man sich alle irgendwo in der Mitte treffen kann. Dankeschön, herzlichen Dank. Der war jetzt echt großartig.